Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Sono felice che abbiate deciso di studiare con me. Oggi, anche oggi, ho preparato le frasi che si usano nella vita quotidiana, 60 frasi con i buchi. Dobbiamo anche indovinare cosa manca. Ok, se siete pronti, cominciamo subito. La frase numero 1. Il sole tramonta a ovest. Die Sole geht im Westen unter. Allora, il sole in tedesco è di Sonne, di Sonne. Wo geht die Sonne unter? Die Sonne geht im Westen unter. Di Sonne. Numero 2. Vengo qui spesso. C'è una buona torta in questo bar. Ich vengo oft hier. Allora, ich vengo. Come? Ich komme oft hierher. In diesem Café, in questo bar, gibt es, c'è una buona torta. In tedesco è il ma maschile, guten. Kuchen, la torta der Kuchen. Was gibt es in diesem Café? In diesem Café gibt es guten Kuchen. Numero 3. Questi pantaloni sono troppo stretti. Avete anche una taglia in più? Allora, questi, dice, pantaloni. Diese Hose ist zu eng. Il verbo in singolare. In italiano pantaloni sono. In tedesco die Hose ist. Die Hose ist zu eng. Troppo stretti, zu eng. Gibt es sie auch eine Größe? Avete anche una taglia in più. Eine Nummer größer. Die Nummer. Gibt es sie auch eine Nummer größer? Hanno portato una bottiglia di vino per la festa di compleanno. Hanno portato, sie haben portato, il verbo va alla fine della frase. Hier, mitbringen, il participio passato mitgebracht. Allora, sie haben mitgebracht. Loro hanno portato, sie haben mitgebracht. Was und warum va prima del verbo. Allora, per la festa, sua Geburtstagsparty, una bottiglia di vino, eine Flasche Wein. Sie haben sua Geburtstagsparty eine Flasche Wein mitgebracht. Il verbo aspetta pazientemente e va alla fine della frase. Sie haben mitgebracht. Sie haben zur Geburtstagsparty eine Flasche Wein mitgebracht. Numero 5. Lei vive vicino alla scuola. Sie vive in der Nähe der Schule. Allora, sie lebt in der Nähe der Schule. Wo lebt sie? Lebt sie weit von der Schule? Nein, sie lebt nicht weit von der Schule. Sie lebt in der Nähe der Schule. In der Nähe der Schule. C'è un negozio qui vicino? Gibt es ein Negozio in der Nähe? Gibt es ein Geschäft? Oh, gibt es auch einen Laden? Einen Moment bitte, gibt es ein Geschäft oder gibt es einen Laden in der Nähe? Das Geschäft, der Laden. Gibt es ein Geschäft, gibt es einen Laden in der Nähe? La mia scuola è vicino al parco.
Meine Schule ist in der Nähe des Parks. Tutto completo. Meine Schule ist in der Nähe des Parks. C'è un ristorante qui vicino. Es ein Restaurant hier in der Nähe. Allora, questo c'è in tedesco è es gibt. Was gibt es hier in der Nähe? Es gibt ein Restaurant hier in der Nähe. Non è bello qui? Ist es hier nicht bello? Schön? Ist es hier nicht schön? Lo puoi sistemare? Puoi? Lo puoi tu? Kannst du es reparieren? Kannst du es reparieren? Mein Fahrrad ist kaputt. Kannst du es reparieren? Oder mein Auto ist kaputt. Kannst du es reparieren? Non mi capisco con quest'uomo. Ich capisco. Ich verstehe mich nicht mit diesem Mann. Ich verstehe mich mit diesem Mann nicht. Ich verstehe mich mit diesem Dativo, mit diesem Mann nicht. Posso andarci da solo? Ich kann allein dorthin andare gehen. Ich kann allein dorthin gehen. Du sollst mich nicht begleiten, du sollst nicht mit mir gehen. Ich kann allein gehen. Personalmente non mi piace andarci da solo. Ich personalmente, persönlich. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Kannst du vielleicht mich begleiten? Kannst du dorthin? Kannst du mit mir gehen? Devo spiegarle la strada per... Ah, è una domanda. Devo spiegarle la strada per arrivare lì? Conoscete già la strada? Soll ich Ihnen den Weg dorthin erklären? Kennen Sie den Weg oder soll ich Ihnen den Weg erklären? Onestamente, non ci sono andato. Ehrlich gesagt, bin ich nicht dorthin gegangen. Bist du dorthin gegangen? Nein. Ehrlich gesagt, bin ich nicht dorthin gegangen. Onestamente, ehrlich gesagt. Onestamente detto, letteralmente. Per favore, chiamami domani. Bitte ruf mich morgen an. Tutto completo. Bitte ruf mich morgen an. E anrufen. Chiamare. Ruf mich morgen an. Ti chiamo stasera. Ich rufe dich heute sera, heute Abend an. Wann rufst du mich? Ich rufe dich heute Abend an. Chi vive qui? Nessuno vive qui. Wer wohnt hier? Nessuno. Niemand wohnt hier. Wer wohnt hier? Niemand wohnt hier. Non so dove lui viva. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wo er wohnt. È qui per la prima volta? Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Per cortesia. Sind Sie zum ersten Mal hier? Lei non ha molti soldi. Sie hat nicht viel Geld. Ist sie reich? Hat sie viel Geld? Nein, leider ist sie nicht reich und sie hat nicht viel Geld. Lui ha una ragazza. Er hat eine
Freundin. Hat eine Freundin. Lui non lavora il fine settimana. Lavora. Arbeitet nicht am fine settimana, Wochenende. Il fine settimana, am Wochenende. Arbeitet samstags und sonntags? Arbeitet am Wochenende? Nein, arbeitet nicht am Wochenende. Qual è il tuo indirizzo email? Wie ist tuo? Deine email adresse? Wie ist deine email adresse? Sono più alto di te. Ich bin größer als du. Ich bin größer als du. Größer als du. Sono fratello e sorella. Sie sind Bruder und Schwester. Sie sind Bruder und Schwester. Lui corre molto veloce. Rennt sehr schnell. Rennt sehr schnell. Ich renne nicht schnell, aber rennt sehr schnell. Lei corre più veloce di me. Sie rennt più veloce, schneller als ich. Sie rennt schneller als ich. Non mi piace davvero correre. Ich renne davvero, wirklich nicht gerne. Non mi piace davvero correre. Non corro, davvero non corro volentieri. Ich renne wirklich nicht gerne. Credi a tutto quello che senti? Credi? Glaubst du alles, was du hörst? Nein, ich glaube nicht alles, was ich höre. Ich glaube nicht alles, was ich höre. Glaubst du, dass sie dich auch? Credi che lei inviterà anche a te? Invitare. Glaubst du, dass sie dich einladen wird? Glaubst du, dass sie dich einladen wird? Credi che costi troppo? Glaubst du, es kostet zu viel? Glaubst du, es kostet zu viel? Credi all'amore a prima vista? Glaubst du an Liebe auf den prima, ersten Blick? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Quanto costa? Was kostet das? Was kostet das? In tutto sono 20 euro. Das macht zusammen 20 euro. Das macht zusammen, in tutto, zusammen 20 euro. I nostri bambini sono in Inghilterra. Nostri. Unsere Kinder sind in England. Wo sind eure Kinder? Dove sono i vostri bambini? Wo sind eure Kinder? Unsere Kinder sind in England. Stasera abbiamo degli ospiti. Heute Abend haben wir Gäste. Gli ospiti. Die Gäste. Heute Abend haben wir Gäste. Qui finisce la via principale. Hier hört die Hauptstraße auf. Il verbo finire qui con aufhören, smettere, aufhören, è via principale di Hauptstraße. Hauptstraße. In questo momento smette di piovere. In diesem Moment hört der la pioggia, der Regen auf. Wieder con aufhören, smettere, der Regen, la pioggia. In diesem Moment hört der Regen auf. In questa stagione la gente preferisce rimanere a casa.
In dieser Jahreszeit, bleiben die Menschen lieber zu Hause. In dieser Jahreszeit bleiben die Menschen lieber zu Hause. Lei non smette di piangere. Sie hört nicht auf zu weinen. Aufhören, abbiamo detto smettere, aufhören. Sie hört nicht auf zu weinen. Andremo quando smette di piovere. Wir werden gehen, wenn es aufhört zu regnen. Wann werdet ihr gehen? Wir werden gehen, wenn es aufhört zu regnen. Mi ha fatto aspettare. Hat mich warten lassen. Hat mich warten lassen. Sto volentieri a casa. Ich bin gern zu Hause. Rimangono a casa tutto il pomeriggio. Sì, rimangono. Bleiben tutto il pomeriggio, den ganzen Nachmittag, wo? Zu Hause, a casa. Was machen Sie den ganzen Nachmittag? Sie bleiben zu Hause. Sie bleiben den ganzen Nachmittag zu Hause. Arrivo da casa. Ich komme gerade von zu Hause. Da casa. Lui arriva da casa. Kommt gerade von zu Hause. Da casa. Kommt gerade von zu Hause. Restiamo a casa tutta la sera. Via. Restiamo, via. Bleiben den ganzen sera, Abend, wo? Zu Hause. Wir bleiben den ganzen Abend zu Hause. La cena è quasi pronta. Das Abendessen ist fast fertig. Es ist noch nicht fertig. Es ist fast fertig. Quasi pronto. Io preparo la cena. Ich bereite das Abendessen vor. Il prefisso separabile dal verbo vorbereiten. Preparare. Vorbereiten. Ich bereite das Abendessen vor. Du bereitest das Abendessen vor. Bereitet das Abendessen vor. Hai sentito il telegiornale? Hast du die Nachrichten gehört? Ho già sentito questa canzone. Ich habe das Lied oder den Song schon mal gehört. Das Lied oder den Song, il accusativo, der Song, maschile, das Lied, neutro. Ich habe das Lied oder ich habe den Song schon mal gehört. Ho sentito che lei sta ancora con Tom. Ich habe sentito, gehört, dass sie immer noch mit Tom insieme, zusammen ist. Ich habe gehört, dass, il verbo alla fine, dass sie immer noch mit Tom zusammen ist. Non ho mai sentito questa parola. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Hast du dieses Wort schon mal gehört? Nein, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Vieni il più veloce possibile. Komm so schnell wie möglich. Oder wie du kannst. Possiamo anche dire wie möglich. Komm so schnell wie du möglich. Wie möglich, ili komm so schnell wie du kannst.
Mi dispiace, vuole una pastiglia? Ah, mi dispiace. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Möchten Sie eine Tablette? Das tut mir leid, aber möchten Sie eine Tablette? Sì, mi dia una pastiglia, per favore. Ja, mi dia. Geben Sie mir bitte eine Tablette. Geben Sie mir bitte eine Tablette. Nessuno ci aiuta. Niemand hilft uns. Niemand hilft uns. Ti hanno chiesto aiuto? Haben Sie dich Hilfe gebeten? Bitten? Chiedere etwas. Hilfe gebeten. Participio dal bitten. Bitten. Haben Sie dich Hilfe gebeten? Per favore, non tutti insieme, uno dopo l'altro. Bitte nicht alle auf einmal, einer nach dem anderen. Bitte nicht alle auf einmal, einer nach dem anderen. Come ci andiamo? Con l'autobus o con la macchina? Wie reisen Sie dort? Wie reisen wir dort? Come ci andiamo noi? Wie reisen wir dort? Mit dem Bus oder mit dem Auto? Wie reisen wir dort? Mit dem Bus oder mit dem Auto? Okay. Es ist alles für heute. Wir machen weiter nächstes Mal. Tschüss.